Wir haben Peter und ich mal eine klassische Kalklettetechnik ausgeführt. Also ich persönlich finde diese Kalkoberfläche ganz toll, weil man so eine schöne natürliche Anmutung hat. Was ganz toll rauskommt, ist dieser Wechsel zwischen glänzende und matte Stelle. Also ich möchte euch heute Morgen mal die klassische Art einer Kalkspachteltechnik zeigen. Hierzu habt ihr ja gestern schon die Wände vorbereitet mit Putzgrund 610. Auf dem Eimer ist eine Folie. Diese Folie, die soll immer abends wieder draufgelegt werden, wenn das ganze Material wieder nicht gebraucht wird. Der Rand soll immer sauber sein. Und ich zeige euch jetzt mal die erste Spachtelung. Beim Verarbeiter haben wir uns gefragt, warum müssen wir jetzt unbedingt drei Spachtelschichten aufbringen. Das ist aber unbedingt notwendig, damit wir nachher beim Verpressen auch einen ordentlichen Glanz erzielen. Wir bringen unser Material auf, versuchen das einigermaßen gleichmäßig vorzuziehen und machen dann leichte Schläge. Wir fahren also praktisch immer in die Fläche rein. Wenn wir so anfangen, dann siehst du hier grobe Schläge. Dies wollen wir eigentlich nicht haben. Die erste Spachtelung, die zeichnet sich auch bei der dritten Spachtelung ab. Die Grundspachtelung wird immer in Weiß gemacht. Wenn getönt wird, muss das Material einen Tag vorher getönt werden. Wichtig ist auch noch, dass man nach jeder Spachtelschicht die Klebebänder sofort wieder entfernt und neu abklebt. Sonst wird man auf dem Klebeband bleibt der Kalk so hart stehen und das wird man mit der Kelle nachher wieder in die Fläche ziehen und es wird zu Kratzern führen. Ihr habt ja die Fläche hier schon vorgespachtelt, gestern war das, die soll 24 Stunden mindestens trocknen. Dann haben wir den Calcino eingetönt schon. Hier haben wir zweimal Calcino Color drin. Du kannst bis vier Döschen reinmachen. Wenn du ein Döschen reinmachst, kriegst du den hellsten Ton. Wenn du vier Döschen reinmachst, bekommst du den dunkelsten. Das ist so eine Vorgabe, das passt dann immer ganz genau. Material wird einen Tag vorher eingesumpft, also eingerührt und wird umgetopft. Warum muss ich das Material umtopfen? Wir haben im letzten Drittel, meist beim Anrühren, immer noch weißes Calcino. Und das musst du praktisch, wenn du spachtelst, siehst du dann diese weißen Teile. Was mischt da für ein Rührwerk? Wir nehmen ein langsames Rührwerk, sonst kann dir das passieren, dass du hier diesen Eimer ankratzt. Das stört dich später beim Spachteln. Also ich kratze jetzt erst die schlimmen Grate etwas ab, dass man hier so grobe Schläge sieht. Und dann können wir schon loslegen mit der Spachtelei. Und jetzt spachteln wir erstmal auf Null. Nee, gestern haben wir von links nach rechts angefangen. Du fängst jetzt von rechts nach links an. Warum? Um diese Schläge ausgleichen zu können und immer in das Material reinziehen. Zwischen den einzelnen Spachtelschichten darf niemals geschliffen werden. Dieser Schleifstaub würde dann wie eine Trennschicht wirken. Wir kommen jetzt zur dritten Phase. Der Arbeitsgang ist gleich wie bei der zweiten. Mit dem Unterschied, dass wir dann nur noch eine Verpressung machen. Wir spachteln also auf. Wenn die Fläche leicht angezogen ist, spachteln wir mit dieser speziellen Spachtel einfach im Kreuzgang drüber. Und verpresst die Fläche so, bis sie ganz bekommt. Beim Verpressen von dieser Geschichte müssen wir aufpassen, dass wir den richtigen Zeitpunkt erwischen, wo das Material noch nass genug und nicht trocken genug ist. Und dann muss mit sanftem Druck verpresst werden, ohne dass Abplatzer dabei entstehen. Wenn man zu stark drückt, kommt das Wasser aus dem Kalk raus und das führt dann zu diesen Abplatzern. Hier haben Peter und ich, wenn Henne das gezeigt hat, mal eine Spezialtechnik mit unserem Calcino Dekor ausgeführt. Wir haben jetzt hier ein schwarzes Colorquarz drin. Man kann natürlich jetzt auch andere Farbtöne einbringen oder auch andere Zuschlagstoffe wie ein Ziegelmehl oder ähnliches. Und der wird der erste und zweite Spachtelgang auf Kornstärke aufgezogen. Und dann kommt nochmal ein Spachtelgang mit Calcino in Weiß drüber. Und dieser dritte Spachtelgang wird dann leicht verpresst, sodass ein leichter Glanz entsteht und diese Treppe, was wir hier drin haben, stehen bleibe. Es wird jetzt nichts dagegen sprechen, das auch mit einem Auftrag stehen zu lassen. Da hat man halt ein bisschen eine derbere Optik, aber wenn es dem Kunde gefällt, warum nicht?